die Vertreibung von Neuenbürg im Jahre 1945. Es war, so wie ich weiß, der 13. April im Jahre 1945, abends gegen 18 Uhr ungefähr. In einer Unterlage las ich, dass man von Seiten der NSDAP ihn als den geheimen Bürgermeister von Neuenbürg betitelt hat und der muss unbedingt dieses Dorf verlassen. Ab und zu nachgelegen und wieder aufgestanden, mir haben da zugeguckt und ich habe was quer gehabt. Ich habe ja schon vorher schon viel gewusst, aber eben diese bestimmte Sache, gerade mit dem Rohlatte und dass da wirklich Leute zu Tod gekommen sind, das hat man nicht gewusst. Das war dann schon sehr, ja, emotional. Der Opa hat zu mir immer gesagt, selber vom Hitler gar nichts gewusst. Ja, ich glaube, an die 90 Kriegsteilnehmer gehabt haben, von einem 400 Einwohnerort, dann ist das doch eine ganz gewaltige Zahl. Das Dritte Reich und wir. Eine Dokumentation mit Zeitzeugen und Nachfahren dieser Generation. Was geschah wirklich? Was ist die Wahrheit? Erleben Sie, wie die kleine Gemeinde Neuenbürg ihre eigene Geschichte aufarbeitet. Erfahren Sie, was die Beschäftigung mit dem Nationalsozialismus mit den Einwohnern des Ortes gemacht hat. Das Dritte Reich und wir. Premiere am 25.11. in Neuenbürg, danach auf YouTube.